Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cry of Fear. Mein Englisch ist ein bisschen schlecht, das gebe ich ja zu, aber heißt das nicht so viel wie in etwa Heul vor Angst? Mir wurde das Spiel empfohlen, beziehungsweise ich wurde gefragt, ob ich es mal spielen könnte. Und ja, ich denke mal, jetzt entscheiden wir, ob man den Nerven es zulassen. Ich habe noch nicht angezockt, ich habe es noch nicht gespielt, es ist komplett blind, ich habe keine Ahnung, was das Spiel überhaupt ist, ich habe es noch nie woanders gesehen. Es ist 22.42 Uhr. Es ist total dunkel in meinem Zimmer. Und wir legen jetzt los. Ich freue mich tierisch. Oh Gott. Das ist so gemein. Wenn ich Easy nehme, sagen alle, ich wäre ein Lusche. Und wenn ich Medium nehme, dann sagen sie auch, ich bin ein Medium-Lusche. Und wenn ich Difficult nehme, dann lachen alle, weil ich versage. Aber ich nehme jetzt Medium. Oh Mann. Okay, noch ist nicht sonderlich gruselig. Oh Gott, dieser Ladebildschirm, nein! Oh! Mach's weg, mach's weg! Ich werde mir jetzt hier schon mal ein Kuscheltier zurechtlegen. I've always... Achso, der redet. Oder? Nee. I've always felt alone my whole life for as long as I can. Ach, die lesen doch! Mensch, dann brauch ich gar nicht. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Ich kusche mich gerade übrigens schon mal vorsorglich, also vorher an mein Apple War Pictures Kissen. Es ist weich und schön. Also, wenn ich nicht mehr reden kann, dann bin ich drin versunken. Oh komm, das kann nicht so gruselig sein. Kissen bleibt schön in der Nähe. Oh, eine Katze! Sie sieht total realistisch aus! James Marchant. Sieht man jetzt, wie ich meinen Sound drunter stelle? Wow, toll! Gut, dass alles eine Aufnahme ist. Jordi Boehmer. Stick the Tanken. Alter, was sind das für Scheißnamen? Wunder, dass wir ein Horrorspiel entwickeln müssen mit den Namen. Lasse Holmen. Oder Hulmen. Oder Homel. Oder Homeless. Keine Ahnung. Einer hat Alter, kauft den besseren Nachnamen. Hat Lebig. Und ich rede jetzt nur so viel Scheiß, um meine Angst zu unterdrücken, die langsam in mir aufsteigt. Ich bekomme schon Angst, wenn ich das Wort Horrorspiel höre. Cry of Fear. Ich hätte mir aber vorher durchlesen sollen, um was es in diesem Spiel geht. Warum vertraue ich Menschen so leicht? Bin das ich? Sitze ich gerade in einem Zug? Warte, ich schaue ganz kurz nach. Nein, ich sitze noch auf meinem Stuhl. Das bin ich nicht. Ja, ich beobachte ihn, okay. Ach komm, normalerweise sehen die Typen, die ich beobachte, besser aus. Oder noch schlechter. Aber es liegt dann daran, dass ich dann gucke, ob es denen gut geht oder ob sie mich potenziell umbringen wollen. Kann ja jeder sein. Punkt, Punkt, Punkt. Stalken wir den jetzt? Kann das sein? Ach, das ist der Werte herumgespielt. Ja.
Oh Scheiße, ist schon wieder eine Gummizelle. Aufwachen und Kamera nehmen. Okay, ich hab's verstanden. Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, ich hab voll auf die Rübe bekommen. Und Milzer Schmetterer spielt Gary's Mod. Ich hätte vorher das ausmachen sollen. Okay. Ah, ich kann mich auch umsehen. Ha. Ich gehe einfach mit den Pfeiltasten. Okay, indem ich Fotos mache, öffne ich Türen. Verstanden, verstanden. Foto. I hate you. Ja, ich hasse dich auch. Das hat sich nicht getan. Das ist wieder eine Tür. Alter, was ist das für eine Zauberkamera? Oh Gott, eine Leiche! Nichts? Auch nichts. Da passiert nichts. Eine Klappe. Woo! Also, gruselig. Ja. Nee. Nee, eigentlich nicht. Komm ich da raus? Nee. Ich möchte da rein. Oh Gott. Darf ich? Dürfte ich bitte mal? Okay, kann ich wahrscheinlich nur so durchfotografieren. Da ist eine Tür. Da oben ist nichts. Das heißt, muss ich jetzt hier durch? Wenn ja, wüsste ich nicht wie. Wurde mir irgendwie erklärt, wie ich krieche. Aha, warte. Die Steuerung erklären könnte, so nebenbei, wenn er Zeit hat. Aber ich finde schon alles selbst aus. Ein Bild. Nein, das ist kein Bild! Das ist kein Bild! Muss ich näher ran? Da ist eine Tür. Da ist nichts wirklich was. Das habe ich nicht schnell genug gelesen. Und Foto! Oh, so eine Tür. Alter, was ist das bitte für ein bescheuertes Spiel? Ich hoffe, das bleibt nicht so. Das ist ja irgendwie voll langweilig. Ah! Mein Handy. Okay. Oh, es wird dunkel. Finstere Nacht. Stockdunkel. Okay, ich darf nicht mehr so laut kreischen. Oh Gott, es ist schon wieder fast 23 Uhr. Lost in the City. Wo haben wir das Messer her? Alter, was für scheiß Töne. Als würde ich eine Ratte töten. So. Achi! Das heißt, kann ich nicht machen. Tap, tap, tap. Mobile Phone. Okay. Oh Quatsch. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Okay, ich kann manche Sachen mit anderen kombinieren. Da ist nichts. Oh Gott. Ich werde mich wieder erschrecken, ich weiß es. Hä? What was that? Ich weiß es nicht. Okay. Ein Code. Okay. Kriege ich eine Tür auf? Ich habe keine Kamera mehr. Und jeder weiß, man kann nur mit Kameras Türen öffnen. Okay, vielleicht ist es doch gruseliger als gedacht. Oh Mann.
wir das aufschlitzen. Da ist bestimmt noch ein Hamburger drin. Ich höre Schritte und es sind nicht meine. Oder doch? Warum komme ich da nicht hoch? Ist doch voll unlogisch. Da bin ich nur wieder zu dumm. Nee, ich komme da echt nicht hoch. Nee. Okay. Aha! Aha! Ist das ein Code? Nein. Ist das ein Code? Das! Nein, das ist Sand. Oh Gott, Sand. Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Was ist das da oben? Licht, ne? Hier könnten überall Codes sein. Find a code to the padlock! Ja, zeigt mir einen Code. Stimmt hier irgendwo in der Seitengasse. Nein. Okay, es hört sich nur an, als würde mich jemand verfolgen, weil es hier total laut ist. Warum kann ich nichts öffnen? Ich möchte was öffnen. Ah, jetzt kann ich... Aha, ich habe die Position geändert. Jetzt steche ich zu. Kann ich das wieder ändern? Mit Linksklick. Ah, warum hat mir das niemand gesagt? Es wäre voll nützlich gewesen, um das zu wissen. War da eben schon Blut? Da war eben noch kein Blut, oder? Ich komme da trotzdem nicht rein. Ich habe da irgendwie so ein Postdingens. Notes? Habe ich nichts. Okay, aber da ist irgendwie so Post. Komm, kannst du nicht kombinieren. Kann ich das equippen? Where are you? Come home as soon as possible. I'm getting dark. It's getting. Ich dachte schon, ich werde dark. Es hat Licht. Vielleicht kann ich damit irgendwas finden. Wie kann ich nochmal was auf eine Position legen? Quick Select. Ja, so. Oh, ich bin so blöd. Ich wollte das nicht fallen lassen. Kann ich es wieder aufheben? Wie kann ich das aufheben? So nicht. Ich hätte es schon wieder gern. Oh, ich wollte immer... Ja, komm. Aufheben. Wie ging das nochmal? Ich will kein Foto davon machen. Ich möchte, dass du es... Ich möchte, dass du es aufhebst. Nein. Warum wird mir nicht alles auf einmal erklärt? Ich habe keine Ahnung, wie ich Sachen aufhebe. Da ist ein Messer. Wie hebe ich das nur nochmal auf? Ich bin zu blöd dafür. Alter, ganz ehrlich. Safe. Ihr sag ich gerade was, oder wie? Kannst du bitte dieses beschissene Messer aufheben? Kannst du überhaupt wieder irgendwas machen? Ich schreibe die ganze Zeit in den Textchat. Ja, ist gut. Oh Mann. Ich hätte es wirklich extrem gern wieder. Willst du mich verarschen? Es will mich verarschen. Ja, finde einen Code. Ich weiß. Wie kann ich das aufheben? Oh Mann. Ich versuche ja gerade schon alles. Ich glaube gar nicht, wie viel ich gerade versuche zu drücken. Jetzt schreibe ich wieder. Ich möchte etwas aufheben. Das ist gerade voll uncool. Ich wollte das irgendwie auf Slot 1 legen. Oh Mann. Boah Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich das Problem gelöst habe. Ich mache jetzt einen Schnitt oder so. Ich hab's aufgehoben. Und zwar mit E. Wer hätte das gedacht? Okay, Slot 2. So. Ah, Mann, ich mach mal alles falsch. So, wo wir dieses kleine Problemchen jetzt endlich mal gelöst haben. Wie komme ich hier rein? Sag's mir, das ist ein Schlüssel. Sag mir, wie ich hier reinkomme. Okay, okay, wir brauchen wirklich einen Code. Ich habe keine Ahnung. Auf 1 liegt mein Handy. Aha, jetzt brauche ich Licht. Weil steht genau hier der Code? Nein. Auf der Mülltonne? Nein. Ah, Code. Ich brauche einen Code. Und keinen Trenchcode, sondern einen Code. Code. Aus Code. Genau. Den brauche ich. Ah, jetzt komm schon. Kann doch nicht so. Ich glaube, es liegt auf dem Boden. Damit kann ich auch nichts machen. In der Mülltonne. Ich muss die Mülltonne durchsuchen.
Willst du mich verarschen? Ist das ein Code? J559V. Nein, ich glaube, es ist kein Code. Ach, Menno. Oh, eine Pfütze. Ich bin in eine Pfütze gelaufen. Ui! Wie dramatisch. Das wollen mich alle umbringen. Ich probiere gleich alle Zahlenkombinationen aus und dann reicht es mir. Es reicht mir, junge Freund. Nee, mach wieder an. Von hier kam ich, ne? Es ist kein Code. Jedenfalls kann ich entziffern könnte. Nö. 19. Ist das ein Code? Die 19? Okay, 19! Ich bin aber erst 18 Jahre alt. Nein, okay. Merke ich mir schon mal. 19, vielleicht ist es ja sogar was. Wer weiß. Vielleicht ist das der Code, nach dem ich suche. 1919? Kann das sein? Boah, jetzt hätten sie wirklich irgendwie besser kennzeichnen können, wo ich denn suchen soll. Das Areal ist voll groß, Mann. Ich möchte etwas finden. Lauf! Lauf, mein Frettchen! Steht da was? Nö, das ist auch zu. Eins. Neun. Warte. Quatsch. 19. Ich mach immer alles falsch. Warte, man sieht ja, wo die Ziffern abgenutzt sind. Die nehme ich einfach. Bin ich nicht schlau? Scheinbar bin ich nicht schlau. Warte, sind da mehrere abgenutzt? Einfach die, die am meisten abgenutzt sind. Da. Warum funktioniert das nicht? Ach Mensch, ich habe doch keine Ahnung. Ich denke mal, dann beende ich hier auch die erste Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und vielleicht sehen wir uns in der zweiten Folge wieder. Bis dann. Ciao.